Ja, willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch meinen neuen Trick Jump Spot, also einen Step Up Jump, auf dem man einfach neue Tricks ausprobieren kann. Und ja, ich werde erklären, wie wir den gebaut haben, welche Stelle man am besten für so einen Jump nutzt und außerdem werde ich den Sprung noch upgraden. Ja, und das zeige ich jetzt. Der Absprung ist circa so groß wie ich bin, also ungefähr so 1,70 bis 1,80. So, die Kurve von dem Absprung ist noch eher relativ flach eigentlich für einen Trick Jump oder für einen steileren Sprung, weil es könnte ruhig noch etwas steiler werden. Dafür müsste man aber den Sprung generell höher und länger ziehen, damit er nicht anfängt zu kicken. Von da, wo es circa gerade ist, bis zur Absprungkante sind es ungefähr so 2,5 Meter oder 2 Meter, also wegen dem Radius. Eben der Sprung ist 1,70 hoch und ungefähr 2,5 Meter lang und da haben wir eben einen Radius reingeshaped. Ja, das ist der Run-Up. Er startet eben von hier oben. Aber man muss ein bisschen anbremsen, da man sonst viel zu schnell ist. Geht dann hier runter und da ist der Absprung. Einziger Nachteil bei dem Jump ist, dass hier unten oft recht feucht ist, wenn es geregnet hat. Da müssen wir auf jeden Fall noch einen besseren Abwasserkanal machen, damit das Regenwasser sich nicht so staut. Ja, das ist die Landezone. Da es eben ein Step-Up werden sollte für Tricks, mussten wir da noch einiges an Erde aufschütten. Das war ziemlich viel Arbeit. Und wie man sieht, sind jetzt auch schon ein paar Hackschnitzeln hier oben. Und da hatte ich das Glück, dass der Bauer, der direkt oberhalb sein Grundstück hat, zufällig irgendwie Hackschnitzel im Wald abgeladen hat, direkt 200 Meter von hier entfernt, und die habe ich jetzt schon zum Teil hier hinaufgegeben, aber muss ich auf jeden Fall noch ein paar mehr Ladungen draufgeben, dass sich das dann auch für Tricks lohnt, dass man eben viel weicher landet, falls man stürzt, und das werde ich dann nachher noch machen. Ja, jetzt sehen wir nochmal die Landung, sie ist ungefähr 1,5 Meter hoch. Da ist eben der Absprung. Der Gap zwischen Absprung und Landung ist 1,5 Meter groß. Und der Absprung ist eben 1,5 Meter hoch und 2,30 Meter ungefähr breit. Als kleiner Tipp, falls ihr selber mal so eine Landung bauen wollt, verwendet unbedingt Holz als Umrandung. Da spart ihr echt ziemlich viel Schaufelarbeit, da die Erde einfach viel kompakter zusammengehalten wird und sie nicht immer runterfällt von der Landung. Außerdem haben wir für weniger Arbeit ein paar Äste und Steine drunter gegeben und dann eben Erde hinauf. Und die ganze Erde haben wir übrigens aus dem Loch hier, da dieser Boden neben der Landung extrem steinig war. Die Location des Jumps ist eigentlich direkt neben einem Wanderweg, der hier verläuft. Und es kommen wirklich öfter auch Wanderer vorbei. Aber bis jetzt hat sich noch keiner so wirklich aufgeregt. Also ist der Spot ziemlich geil. Und der Wald, den wir uns da befinden, wird auch nicht wirklich bewirtschaftet. Ja, der Spot macht auf jeden Fall extrem Bock, um neue Tricks zu lernen. Und um noch weicher zu landen, werde ich jetzt Hackschnitzel suchen, also sammeln von oben und sie mit einem IKEA-Sack und 2 Kübeln die Hackschnitzel hinunterbringen und auf der Landung verteilen. Let's go! Ja, ist einfach richtig geil. Fettes Danke an den Bauer, der hier die Hackschnitzel abgelegt hat.
How to transportieren Hackschnitzel. Das ist übrigens der Chris Eder at Flying Unis. No dig, no ride. Ja, jetzt reicht es erstmal mit Hackschnitzel holen. Jetzt fahren wir erstmal. Opa! Sick! Ja. Ja, das war's von der Session. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft mehr solche Sessions filmen und posten. Folgt mir auf Instagram und abonniert den Kanal. Und ciao.